Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play in Raceroom Racing Experience. Eigentlich wollte ich heute gar kein Video machen, ich bin vorher einfach mit dem Audi R8 LMS auf Understorp rumgefahren, um so ein bisschen zu testen, was die Fahrphysik bei diesen geneigten Kurven macht, denn ich hatte auf der Nordschleife ein sehr, sehr gutes Gefühl und es hat sich jetzt hier nochmal bestätigt und ja, jetzt wollte ich euch einfach mitnehmen auf ein kleines 4-Runden-Rennen in der GT3-Klasse auf Understorp, 105%. Darauf steht die KI auf dem Wert. Ich habe zwei Klicks vom Flügel weggenommen im Setup, 100% Bremsdruck eingestellt, 0% Traktionskontrolle, 15 Liter Sprit, sonst nichts geändert. Also ich bin noch ein Greenhorn auf der Strecke in der Kombination und möchte jetzt einfach schauen, wie ich mich gegen die KI hier behaupten kann. Natürlich fahre ich im Get Real Modus ohne Fahrhilfen, außer die dieses Fahrzeug auch in echt hätte. Ich muss jetzt nur die Traktionskontrolle beim Start ein bisschen höher stellen, sonst kriege ich Probleme beim Anfahren. So, zack, zack, zack. Die Kupplung durchgedrückt, erster Gang eingelegt, voll aufs Gas und dann fatzen lassen beim Start. So mache ich das eigentlich immer. Hier greift dann noch die Autokupplung ein und die Traktionskontrolle arbeitet auch hervorragend. Der Start war nicht allzu schlecht. Und hier kommt schon die erste geneigte Kurve, die dann auf eine lange Runway führt. Eine super Strecke, die eigentlich viel mehr bespielt werden müsste, aber es gibt einfach in den Rennsimulationen so viel Content. Eigentlich zu viel. Oh, der M6 hat super gemacht, habt ihr gesehen? Wahnsinn. Weltklasse. Ah, ich hasse die Kurve, da komme ich immer zu weit raus. Hinter uns macht einer Druck. Ich glaube, das ist ein alter R8. Hier muss man unbedingt zumachen. Eigentlich schon ein bisschen zu spät zugemacht. Da schlüpft die KI gern durch. Uiuiui. Und ich glaube, genau vor einem Jahr war ich auf dieser Strecke unterwegs, um auch das November-Update vorzustellen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Fahrzeugklasse. Ich glaube, die WTCC oder so. Auf jeden Fall fühlt sich der Audi hier richtig gut an und der Audi-Kollege macht von hinten Druck. Jetzt konnte man abhängen, weil wir so stark bremsen mussten, um nicht hier in den Verkehr reinzuscheppern. Auch hier diese geneigte Kurve. Ah, herrlich. Vor Start und Ziel. Hier kann man an der KI eigentlich relativ gut vorbeipreschen. Da hat sich nichts geändert. War schon vor einem Jahr so. Die ist da ziemlich schwach. Dafür scheint sie auf 105% in den anderen Streckenabschnitten stärker zu sein als ich. Was ich jetzt auch richtig gut finde, ist ja auf dem MoTeC-Display die Delta-Zeit. Also ich sehe jetzt hier, gut, natürlich, vorher war die erste Runde mit Start, deswegen 6 Sekunden schneller hier. Jetzt habe ich vergessen zuzumachen. Bin gerade noch mal gut. Vorher in der Leaderboard-Challenge, als ich noch alleine unterwegs war, hatte ich einfach den Sound ein bisschen lauter. Kann ich nur empfehlen in Race Room, dreht die Boxen auf, kriegt noch so viel Zusatzinfos über den Sound. Oh Gott, schlecht. Da bin ich eine 1,31 oder so gefahren, mit denselben Einstellungen. Jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich nicht mehr zumachen. Jetzt muss ich auf meiner Linie bleiben. Und die KI bremst hier irgendwie früh. Ich versuche zwar hier nicht zu bremsen, nur vom Gas zu gehen. Gut, das klappt auch. Hier müsste ich jetzt eigentlich wieder aufholen. Ja, und wichtig ist mir einfach, dass ich erstens saubere Rennen fahre und zweitens spannende Rennen bzw. ein Duell habe. Ich mag es nicht, einfach die KI auf 80% zu stellen und dann da durchzupeitschen. Also gut, es kann auch Spaß machen, wenn man von ganz hinten startet auf der Nordschleife mit was weiß ich wie viel Gegnern, so viel die CPU halt hergibt. Aber eigentlich habe ich lieber diese echten Rennen. 105% der Wert für die KI, der war jetzt einfach mal geschätzt. Komm, komm, komm. Ja, und es ist nicht einfach. Also
Vielleicht ohne Kommentar könnte ich noch ein bisschen besser mithalten. Aber 105 reichen erst einmal aus. Ich finde es geil, wie der AMG hinter uns Druck macht. Und auch hier, wie der M6, hier vorne gerade zu kämpfen hat. Jetzt gehe ich gleich hier rüber und kann der es außen versuchen. Hier müsste man auch einen anderen Winkel fahren. Ja, und zu selten bespielt einfach diese Strecke. Die ist so geil eigentlich von den Neigungen her. Da geht einfach so viel ab. Und die KI macht es auch gut hier, bis auf den letzten Abschnitt. Das war jetzt doof. Jetzt hätte ich gleich hinter der Corvette bleiben sollen. Und dann lieber hier besser raus beschleunigen, im Windschatten noch ein bisschen was mitnehmen. Alles falsch gemacht. Ja, da wollte ich es zu sehr. Gestern Abend war ich noch auf Knutstorp unterwegs, ein bisschen mit anderen Fahrzeugen, still und heimlich für mich alleine. Auch eine sehr, sehr geile Strecke. Ich habe ja so ein Mini-Let's Play mit dem BMW Z4 drauf gemacht, auf Knutstorp. Ja, und die Entwickler, also Sektor 3, die haben das schon sehr gut hinbekommen. Diese Strecken, ich kenne die zwar nicht, ich weiß nicht, wie die in echt sind, aber es macht unglaublich viel Spaß. So sind wir eigentlich in der letzten Runde schon. Dann war es wirklich ein Mini-Let's Play. Boah. Jetzt habe ich doch gebremst. Ja, und die KI fährt hier schneller. Boah. Ah, jetzt die letzte Runde. Nee, doch nicht. Hä? Komisch. Nee. Das fand ich jetzt merkwürdig. Normalerweise, wenn die karierte Flagge geschwenkt wird und dran steht letzte Runde, dann fährt man doch noch eine. Oder? Und dann wird kariert geschwenkt, wenn man durchfährt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es geil. Als Elfter. Das heißt, ich habe 7 Positionen gut gemacht. Ja, ich fand's cool, wie der GT3, ein SLS oder ein AMG? Weiß nicht, einer von beiden, Mercedes auf jeden Fall, der hat Druck gemacht von hinten. Die KI hat auch Fehler gemacht. Ja, cooles, kurzes, kleines Rennen. Oder wie Ralf S. gemeint hat, auf Knutstorp, knackig, kurz und knuffig, glaube ich. Der König der Alliteration. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ein kleines Rennen einfach mal. Ohne große Vorbereitung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Also bis dann, macht's gut, tschüss!